Bundesregierung sagt für das Jahr 2022 eine starke Rentenerhöhung vorher. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben es vorhergesagt, im Jahr 2022 wird es eine starke Rentenerhöhung geben, und zwar für Ost und West. Amtlich ist es geworden mit dem Rentenversicherungsbericht vom 25.11.2020 der Bundesregierung. Und dort steht geschrieben, und zwar auf der Seite 32 und 33 dieses Rentenversicherungsberichts, der hat über 100 Seiten, dass prognostiziert wird für den Westen 4,8% Rentenerhöhung im Jahr 2022 und für den Osten 5,56% mehr Rente. Die Vorausberechnung der Rentenwertentwicklung durch die Bundesregierung sind vor allen Dingen dadurch getragen, dass man annimmt, dass die Lohnentwicklung im Jahr 2021 rund 3% höher ist als das Jahr 2020. Wir haben im Jahr 2020 wahrscheinlich eine negative Lohnentwicklung, also ein Minus. Amtliche Bestätigung: Es gibt im Jahr 2022 einen ordentlichen Schluck aus der Rentenpulle. Das macht doch mal Freude, sowas auch zu verkünden in einem schlechten Jahr wie das Jahr 2020. Wir müssen natürlich aufpassen. Wir müssen hoffen, dass Corona uns nicht auch im Jahr 2021 einen Strich durch die Rechnung macht. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2022 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.